So, hallo und herzlich willkommen heute mal auf dem Balkon. Ich wurde ausgesperrt. Ich muss jetzt draußen bleiben, damit ich wieder härter werde und nicht so verweichlicht drinnen sitze. So, ich hoffe, man sieht keine Nachbarn. Nein, man sieht keine Nachbarn, die sind alle weit genug weg. Ja, nee, ich hocke draußen und filme auch mit der alten Canon. Wer die Optik noch kennt von früher, als ich noch mit der Canon gefilmt habe, weil ich die Sony, die A6100 für Zwecke brauche gerade. Denn das hier ist ein Dankeschön-Video. Heißt, ich möchte einfach Danke sagen für die neueste Errungenschaft, die da eben darin besteht, dass ich den Deckel hier nicht drauf bekomme, weil ich mal wieder Multitasking nicht auf die Reihe kriege, dass ich jetzt eine Kamera habe, die jetzt so ein schönes, fettes Rohr vorne dran hat und sich jetzt viel mehr nach richtiger Kamera anfühlt. Ja, das ist jetzt auch Quatsch, ne? Also dieses kleine Kit-Objektiv hier, das standardmäßig bei den A6000er Kameras im Standard-Kit, muss man ja nicht zwingend das Standard-Kit nehmen, aber drin ist, das ist halt schon sau praktisch, weil das wiegt quasi nichts. Ich werfe es jetzt nicht hoch, um das zu demonstrieren. Dafür traue ich meinen Fangfähigkeiten nicht ausreichend. Und damit passt die Kamera halt wirklich in die Jackentasche. Das ist jetzt gar kein Witz, sondern das funktioniert wirklich. Also in dieser Jacke, da kriege ich hier in den Taschen potenziell wirklich die Kamera unter mit samt Objektiv und insbesondere dann, wenn nicht noch das Gebammel hier dranhängt. Aber das Gebammel ist schon, je nachdem was man vorhat, fühle ich mich schon wohler, wenn ich ein Gebammel dran habe. Das Tolle ist, das ist das Gebammel mit Quick Release Vorrichtung, dass man das Gebammel da ganz schnell abmachen kann und ganz schnell wieder dran machen kann. Also je nachdem, was man vorhat, hat man es dann ja schnell ab. Und dann ist es natürlich auch sehr praktisch, wenn man was hat zum Umhängen, damit man da eben keine Angst haben muss, dass einem die Kamera flöten geht bzw. runterfällt. Ja, also nochmal neues Objektiv. Gar großartiges neues Objektiv. Und das ist diesmal vielleicht, also ich konnte nicht an mich halten und habe mich mal auch schlau gemacht im Internet. Und es gibt einen Haufen Kollegen, also YouTube-Kollegen, die der Meinung sind, dass das wahrscheinlich eins der besten Video-Objektive ist, die man für die A6000-Reihe von Sony, also für diese Kamerareihe hier, bekommen kann. Insbesondere, wenn man die niedrigeren Zahlen von der A6000er-Reihe hat. Ab der A6600, glaube ich, spätestens da, hat die Kamera selber eine eingebaute Bildstabilisierung. Das ist sicherlich super, aber das Ding kostet auch, also da kann man sich wirklich auch Objektive vorher leisten oder leisten lassen, um es mal blöd zu formulieren. Oh je, oh je, oh je. Die eben entsprechend das auch können. Ne? Aber ja, eben, da kommt jetzt also dieses Objektiv wirklich zu seinen Stärken. Die großen Vorteile sind erstens mal durchgängig Blende 4. Blende 4, für die Leute, die sich mit Fotografie auskennen, werden jetzt sagen, was, Blende 4, das ist ja scheiße. Nein, kommt drauf an, was man vorhat. Ne? Und das Ding ist sicherlich jetzt nicht ein Objektiv, mit dem man in der tiefsten Dunkelheit großartig viel machen möchte mit Blende 4. Aber bei Landschaften, wenn die Sonne lacht, nimm Blende 8. Altes Fotografen Sprichwort, das wirklich noch aus den Zeiten der Zeit, ja, aus der Zeit noch stammt, als man noch gar keinen eingebauten Belichtungsmesser in der Kamera hatte, sondern gegebenenfalls noch mit einem externen Belichtungsmesser überhaupt mal gucken musste, wie hell ist es hier eigentlich, was für Einstellung wähle ich denn jetzt hier, und als man logischerweise noch auf Film fotografiert hat und gar keine Möglichkeit hatte, festzustellen, ob das Bild jetzt was geworden ist, das man gerade aufgenommen hat oder nicht, bevor man es hat nicht entwickeln lassen. Ne?
Und da gab es dann eben diese schönen Merksprüchlein, dass man eben eine grobe Vorstellung hatte, welche Einstellung man jetzt überhaupt nehmen muss fürs Bild. Automatik gab es ganz am Anfang auch noch nicht. Und da war das dann eben also gar nicht so einfach und so trivial wie heute, dass man die Blende wunderbar durchschalten. Also das konnte man damals auch, ja, die Blende durchschalten. Das ist nichts Neues. Das ist wirklich überhaupt nichts Neues. Aber dass man, also für alle, die keine Ahnung haben, die Blende ist die Öffnung des Objektivs. Das kannst du bis auf einen ganz kleinen Punkt zumachen. Dann kommt nur noch ganz wenig Licht rein. Aber dafür hast du dann entsprechend, genau, eine sehr gute Tiefenschärfe. So rum. Heißt, dann sind gleichzeitig ist mein Gesicht scharf und da hinten irgendwo die Bäume am Waldrand. Dass also alles gleichzeitig quasi scharf ist, und das erreichst du im Idealfall, also so im krassesten, zumindest so in der Theorie, wenn du eben Blende 22 nimmst oder irgendwie sowas. Also ein super enges, kleines Löchlein, durch das das Bild aufgenommen wird, aber logischerweise kommt dann auch kaum Licht hinterher. Und jetzt ist natürlich der Akku leer, klar. Eben hat sie noch gesagt, sie hätte noch Akku. Ja, die Canon-Akkus sind alle nicht mehr frisch, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich natürlich keinen da, jetzt muss ich rein, obwohl ich ausgesperrt worden bin. Aber gut, ich komme gleich wieder. Wehe, die Elster klaut die Kamera. Memo an mich, besorgt dir noch ein paar frische Canon-Akkus. Das ist ja furchtbar hier, bis ich jetzt weiß, welcher voll ist und welcher nicht. Man kann es sich halt auch nicht draufschreiben, es ändert sich hin und wieder. Ja, nee, die. Es hängt davon ab, welche Kameratasche ich gerade welche Kamera drin habe. Teilweise haben sie dann so vorgesehene Orte für leere und volle Akkus, was ich mir mal so ausgedacht habe. Aber ja, das ist jetzt eh eigentlich die Kamera von Frau, die dann Frau größtenteils verwendet, wenn ich die andere, die Sony, gerade selber in Verwendung habe. Und hin und wieder nimmt sie auch die Sony, wenn ich die gerade nicht brauche. Also, nochmal. Eine kleine Öffnung hier. Hm? Wenn wir hier dieses, das da, da innen drin quasi das Guckloch, mit dem der Sensor in der Kamera auf die Landschaft guckt, wenn dieses Loch besonders klein zusammengeht und nur noch ein kleines Guckloch offen ist, dann haben wir eben eine große Blendenzahl, eben zum Beispiel 22, aber in Wahrheit nur noch ein winziges Loch, wo das Licht durchkommt, und das führt zu einer sehr guten Tiefenschärfe, dass das gesamte Spektrum der dargestellten Landschaft scharf ist. Das will man bei Landschaftsfotografie im Regelfall haben, das will man im Regelfall auch dann haben, wenn man zur gesamten sehenden Landschaft was erzählen möchte, und das will deshalb ich im Regelfall eigentlich fast immer haben. Und das heißt, das Gegenteil ist der Fall, wenn man mit der sogenannten Offenblende arbeitet. Das sind dann riesengroße Löcher, durch die das Licht reinfällt. Entsprechend viel Licht fällt auf den Kamerasensor. Also man macht das Ganze so weit auf, wie nur irgendwie geht. Das wäre hier halt eben bei Blende 4 der Fall. Die ist jetzt auch gerade ganz offen im ausgeschalteten Zustand. Und das gibt dann schon eine ordentliche Menge Licht, die auf den Sensor fällt, und deswegen kann man auch bei relativ niedrigen, schlechten Lichtverhältnissen dann überhaupt noch Fotos machen oder eben entsprechend Videos aufnehmen, bei denen das Bild in einer sehr engen Ebene, sage ich jetzt mal, noch gut aussieht. Das heißt, du musst dir dann bei Blende 1.2 zum Beispiel plus minus überlegen, ob du jetzt auf die Nase oder die Augen scharf stellen möchtest, weil wenn du auf die Nase scharf stellst, dann ist die Nasenspitze scharf. Aber durch die geringe Tiefenschärfe, also sprich wenn man jetzt hier, Moment, so rum, so. Ne? Also das wäre wenn man auf meine vordere Hand scharf stellt, dann ist meine hintere Hand schon unscharf, weil sie schon raus ist aus dem Bereich der Tiefenschärfe. Also das sind etwa 50 cm. Das verschwimmt ein bisschen, weil wegen dem Weitwinkelobjektiv, Ultraweitwinkel. Aber trotzdem, das ist dann schon zu viel. Ja? Und das kriegt man schon nicht mehr in eine Schärfeebene rein, eben mit einer sehr, sehr, sehr offenen Blende. Und das ist für Landschaftsfotografie vollkommen uninteressant, oder Landschaftsfilmen, weil du dann nur eine Ebene von Bäumen im Wald scharf hast und die Bäume davor sind unscharf und die Bäume dahinter sind unscharf und ich kann nichts zum Wald erzählen, weil ich gar nicht alle Bäume sehe, sozusagen. Das heißt, für mich ist eine einzelne Objektive, die mal eine offene Blende haben, und die besitze ich ja, vielen Dank,
die braucht man schon, klar, damit man sowas mal machen kann, wenn man das mal machen möchte. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie nachts noch da hocke und mit irgendwelchen brennenden Objekten für Illumination sorge, dann kann man auch, ist es auch wichtig, dass ich da ein lichtstarkes Objektiv, unser Bus, wir haben hier eine hervorragende Busverbindung, das ist für mein Leben total neu, dass ich wirklich mit dem Bus irgendwo hinfahren kann, ohne das vorher 3 Tage im Voraus planen zu müssen und alle Termine liegen, die fahren wirklich sehr häufig hier bei uns, das ist toll, egal, jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau, also für eben solche nächtlichen Aufnahmen, wenn ich nachts noch irgendwas erzählen möchte mit Fackelschein, Feuerschein, was auch immer, dann ist so mal so ein Objektiv ganz interessant. Aber für den Alltag, sprich, dass ich tags bei ausreichendem Licht unterwegs bin, langsam wird es jetzt duster, aber das macht ja nichts, da reicht Blende 4 völlig aus, ja, absolut. Ich habe außerdem die Großzeit meiner Fotografiererei und Filmerei und so weiter und so fort auch damit leben können und habe nie gemerkt, dass mir da was fehlt, dass ich meistens, ich sage jetzt mal so Kit-objektivartige Objektive hatte, die 4-6 als beste Blende hatten. Ne? Also nochmal ein Stückchen schlechter, in Anführungszeichen. Ja, man sagt ja immer, offene Blende sei super toll, aber es kommt immer ganz drauf an, was man eben entsprechend vorhat. Und das hat auch funktioniert. Ja, also man kann auch mit 4-6 arbeiten. Man braucht halt ein Spezialobjektiv für Krempel im Dunkeln. Und das habe ich ja. Ne? Also das ist ja gar kein Thema. So, und das, also erstens mal, Blende 4 reicht vollkommen aus. Zweitens, die Besonderheit von diesem Objektiv ist eben, dass es durchgehend Blende 4 hat. Was heißt das? Das heißt, das ist ein Zoom-Objektiv. Das hat 18 bis 105 mm mit einem 1,5er Kropffaktor durch den APS-C-Sensor von der A6000-Reihe. Das war jetzt fotografisches Fachgesimpel. Was soll das heißen? Das soll heißen, man hat hier quasi Kleinbild-Äquivalent von 9 sind, was sind 18 plus 9? Kann mir das mal eben ausrechnen. 27 mm bis ca. 150, irgendwie sowas um den Dreh, 156, 57, sowas. Ne? Und wie sieht sowas dann aus? Ne, das ist jetzt kommt nämlich der Grund ins Spiel, weshalb ich eben nicht mit dieser Kamera hier aufnehme. Guckt mal, hier haben wir jetzt, ne, sieht man, Bildschirm, Display. So, und wenn ich hier jetzt zoome mit der tollen internen, wo ist sie? Zoom-Wippe, ich finde sie nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Tada! So, jetzt passiert Folgendes, also wir zoomen rein, das ist jetzt Maximalzoom. Ja, man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel das ausmacht. Ihr seht ja, wie viel die Häuser weg sind. Das ist also ordentlich. Ne? Also wenn man jetzt nicht unbedingt ein Tier in super weiter Entfernung ranholen möchte, ist das wirklich ein ordentlicher Zoombereich von da bis da. Da kann man ganz viel mit anfangen. Und das Tolle ist jetzt, während des Zooms-Vorgangs ist die Blende immer 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nochmal hin. 4, 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 4. So. Und das ist tatsächlich was ganz Spezielles, weil bei Objektiven mit einer relativ weiten Zoom-Range, sage ich jetzt mal, mit einem weiten Spektrum von möglichen Zoomen, was man da hin und her zoomen kann, wechselt normalerweise während des Zoom-Prozesses bei den günstigeren Objektiven die Blende. Das heißt, wenn du hinzoomst, wird deine Blende immer kleiner, weil in dem Objektiv bei der weiten Entfernung, bei der hoch rausgezoomten Einstellung, eine kleinere Blende, also eine offene, ja, eine engere Blende, weniger offen, verbaut ist. Ja? Also eine kleinere, wenn man so möchte. Höhere Zahl, kleinere Blende, so rum. Und das ist mitunter ein bisschen blöde, weil dann halt eben die Lichtverhältnisse, dadurch, dass weniger Licht in die Kamera läuft, während des Zooms immer mieser werden und das gibt ein schlechtes Bild. So, und hochwertigere Zoom-Objektive haben deswegen, gerade wenn sie eine weite Zoom-Weite haben, die durchgehende Blende verbaut, damit die Lichtverhältnisse eben über den gesamten Zoom-Prozess gleich bleiben.
Ja, das ist ein großer Vorteil, gerade wenn man wirklich und im weit reingezoomten Bereich, also bei 150 mm, ist Blende 4 dann wieder sehr gut. Ja, da gibt es gar nicht so viele Objektive, also gibt es schon, aber die will nun wirklich keine Sau bezahlen, die da mithalten können. Ja? Also dafür ist das jetzt mein bestes Teleobjektiv, was die Blende angeht, für 150 mm oder einen ähnlichen Zoombereich. Ja? Also das muss man wirklich so festhalten. Jetzt klar, bei 18 mm ist Blende 4 jetzt nicht, das haut einen nicht aus dem Häuschen, aber das reicht eben aus. So, das ist also das erste Feature von dem Objektiv. Das zweite ist, es hat hier diese Zoom-Wippe. Und wenn ich hier jetzt die Kamera ist an und die zoomt jetzt, ne? Das merkt ihr nicht. Warum merkt ihr das nicht? Weil sämtliche Verschiebung der Linsen hier drin findet, das ist optischer Zoom. Ja, also das ist nicht so, dass einfach nur eine digitale Vergrößerung des Bildes gemacht wird, sondern da findet wirklich eine optische Verdrehung von Linsen statt, sodass da also eine reale durch geschliffene Linsen gemachter Zoom. Ich bin ja jetzt wirklich kein Experte, ne? Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie das Innere von so einem Objektiv aussieht. Aber das passiert alles intern. Das Objektiv fährt nicht die Nase raus und rein. Das tun die meisten Objektive, da sie dann länger werden oder kürzer oder je nachdem. Und das ist halt auch erstens mal noch ein Faktor, wo zusätzlich Wacklung entsteht im Bild. Und zweitens auch eben wieder was ist, wo die Blende sich verändert. Und daher, das ist hier auch nicht der Fall. Das ist auch ein großer schöner Vorteil und macht auch außerordentlich Spaß. Hat auch allerdings einen kleinen Nachteil, das heißt, dass man kann das Objektiv nicht im ausgeschalteten Zustand den Zoom-Faktor verändern, sondern das funktioniert nur, solange Strom drauf ist, solange es also an ist. Und wenn man die Kamera ausmacht, dann fährt das zurück auf 18 mm. Beziehungsweise 27. Ja, je nachdem, wie man das dann halt eben benennen möchte. Ja, aber das ist eine Kleinigkeit, das stört mich auch nicht besonders, das muss man halt einfach nur wissen. So, und dann steht hier noch drauf, also ich bin wirklich begeistert, das ist ein tolles Objektiv. Moment, wo steht's? Da steht's, Optical Steady Shot. So, und ich habe ja jetzt so ein paar Erfahrungen, zum Beispiel das, was hier jetzt auf der Canon ist. Ja, das ist wirklich ein ganz tolles Objektiv. Ich habe das ganz viel verwendet und ich mag das auch total gerne. Das ist das 10 bis 18 mm Blende 4.5, also auch schon auf der rausgezoomtesten Einstellung. Schlechter als das hier im Gesamtbereich. Und wenn du da noch reinzoomst, hast du irgendwann nur noch 5.6. Nicht, dass das Zoom-Spektrum besonders hoch wäre. Ne? Also man hat die Wahl zwischen viel Balkon und wenig Balkon, aber Großaufnahmen meiner Nase sind hiermit gar nicht möglich. Nicht, dass jemand Großaufnahmen meiner Nase haben möchte. Aber ja, ne? Und dabei ändert sich eben, ihr seht das Bild verändert sich, die Lichtverhältnisse verändern sich, weil sich eben die Blende verändert, während ich da rumzoome, und das ist hier nicht der Fall. So, und das nächste ist, das Ding hat theoretisch auch Bildstabilisierung. Das hilft auch beim Fotos machen, dass die dann ein bisschen weniger verwackeln, und theoretisch hilft es auch noch beim Filmen, aber wirklich viel kann die nicht, die Bildstabilisierung, die da drin ist. Also, ich mag das Objektiv wirklich gerne. Ich mag vor allen Dingen diesen Ultraweitwinkel, den wir hier jetzt gerade sehen. Also ihr seht die Welt von weiter weg, als ihr tatsächlich weg seid. Ich habe jetzt den Finger ein paar 2 cm oder 3 cm vom Objektiv, ne? Und sieht so aus, als hätte ich einen furchtbar langen Arm, dass ich bis dahin überhaupt langen kann. Nee, das ist einfach die optische Täuschung quasi durch eben diesen Ultraweitwinkelbereich. Aber dieser, tolles Objektiv, aber die Bildstabilisierung, die ist wirklich grottig, wenn man damit was filmen möchte, Bewegtmaterial, und man möchte nicht eine riesen Shaky Cam Show abziehen, dann braucht man halt ein Stativ, so wie jetzt gerade. Ne? Und das Ding, dazu habe ich Beispielmaterial schon vorbereitet, das hat eine irre tolle Bildstabilisierung. Also so eine gute Bildstabilisierung habe ich wirklich noch nie gesehen. Vergleichbar gut, also das sind die Sony eigenen Objektive, die also wirklich diese Sony Optical Steady Shot haben. Das ist super toll. Gibt es von geht so bis zu wirklich großartig, das hier ist Modell großartig, hier das Kit-Objektiv. Das hat theoretisch, hat das auch, oder? Ja,
Hat auch Optical Steady Shot, steht hier, ne? Braucht ihr gar nicht groß lesen können. Ist auch nicht, man merkt, dass da was ist. Ja? Wenn da nichts wäre, das würde nochmal ganz anders aussehen. Aber das langt halt auch hinten und vorne nicht. Und wenn ich mit dem Ding durch den Wald laufe und damit versuche, halbwegs brauchbare, nicht allzu sehr wackelnde Bilder, wenn ich mal wieder kein weiteres Zubehör dabei habe, um auf anderem technischen Wege, sage ich jetzt mal, das Bild zu stabilisieren, dann gibt das ein Wackelfest. Und das ist, das hat mich jetzt zuletzt auch wirklich sehr gestört. Scheinbar bin ich da nicht ganz alleine mit. Und offensichtlich. Und das ist mit diesem Objektiv also wirklich ein Fest. Wenn man, insbesondere wenn man gar nicht läuft, sondern wenn man einfach nur da steht und die Landschaft filmt und das halbwegs ruhig hält, dann da sieht man nichts von Gewackel. Gar nichts. Ne? Ich zeige euch gleich noch das entsprechende Bildmaterial. Und das macht wirklich unglaublich Freude. Es macht auch ganz ordentliche Fotos, so ist das nicht. Ne? Also Foto, was heißt ordentlich? Sehr gut, natürlich, die sind prima. Also gerade wenn man das jetzt mit einem Kit-Objektiv, Kit-Objektive, die sind nicht so scheiße, wie alle Leute immer behaupten. Also super Ultra-Foto-Profi-Fotografen. Ne? Man kann mit denen auch arbeiten. Da kommt auch Bildmaterial raus, was man angucken kann. Und andere Nicht-Profi-Fotografen erkennen damit in manchen Fällen sicherlich nicht mal den Unterschied, in manchen Fällen schon. Ja, das gibt es schon, so ist das nicht. Aber ich denke, da wird einfach, das ist auch wieder so ein Männerhobby. So nach dem Motto, oder muss es ultra sein? Und wenn es nicht ultra oder perfekt ist, dann ist es ohnehin nichts wert. Ja, alles unter perfekt ist scheiße. Das ist halt, ja, gut. Na, wie dem auch sei, jedenfalls Bildstabilisierung. Und das mit dieser durchgängigen Blende 4. Und das Teil, das fühlt sich halt einfach toll an. Man hat halt eine richtige Kamera in der Hand. Einerseits ist es für mich ja wirklich ein Segen, dass die Sony-Kameras so schön klein und so einen schönen leichten Body haben. Also der eigentliche Kasten nennt sich Body. Und damit ist das Ding halt super mitzunehmen. Und wenn man dann wirklich aus Gewichtsgründen sagt, ich nehme halt ein sehr leichtes Objektiv wie das hier, dann kann ich damit auch arbeiten und ich schleppe mich halt nicht dumm und dappig. Hingegen, wenn es nicht so wichtig ist oder ich einfach sage, gut, ich nehme ein Objektiv mit auf die Tour und dann hat man mit 18 bis 105 mm tatsächlich so ziemlich alles dabei. Klar, super Tierfotos wird es damit wahrscheinlich nicht geben. Da kann man dann gerne 300 mm oder noch mehr brauchen. Aber es ist für 95% aller Situationen, die ich gerne filmen, fotografieren möchte, einfach reicht das vollkommen aus. Und eben auch, solange ich jetzt nicht in der Dämmerung noch irgendwie arbeiten möchte, zumal man hier auch den ISO-Wert bei den Sony-Kameras relativ gut hochschrauben kann und auch bei einer Lichtsituation, wie wir sie jetzt haben, kurz vor Sonnenuntergang, das dauert nicht mehr lange, wäre hiermit jetzt auch noch gut zu filmen. Ja? Also man würde mich auch noch, jetzt ähnlich wie mit der Sony, die hat ja sowieso noch schlechtere Lichtwerte, ja? Müssen wir gleich klar machen. Die Kamera, die das jetzt gerade aufnimmt, die schafft das auch noch und die ist schlechter als die in der Hinsicht. Mit einem schlechteren, was die Lichtwerte angeht, Objektiv als das da. Na, das heißt, das wäre also noch überhaupt kein Problem. Erst wenn es wirklich duschter wird, dann ist Schluss und dann brauchen wir auch nicht versuchen, irgendwelche Nachtaufnahmen mit dem Ding zu machen. Aber das ist ja auch nicht der Plan. Das ist ja wirklich überhaupt nicht der Plan. Und also ein ganz, ganz tolles Objektiv. Es wiegt 400 irgendwas Gramm. Ich zeige euch das Ding im Detail nochmal. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Deckel für die Kamera direkt. Da kriege ich Ärger. Wenn ich da jetzt nicht irgendwas drauf packe, dann machen wir so. Guckt mal. Wir machen das ordentlich. Bevor wieder jemand schreit, das geht doch nicht, du kannst doch nicht den Sensor offen liegen lassen. Ja, das sollte man tatsächlich nicht tun. Also das Ding ist vollständig aus Metall, da ist nichts Plastik, außer hier den Schornstein, den Licht, ne? Gegenlichtblende, damit hier, wenn von da oben kein Licht rein scheint, damit man keine Lensflares bekommt. Lensflares, wer schon mal Star Trek gesehen hat, kennt Lensflares, also so lustige Laserstrahlen im Bild und dafür schützt halt eben dieses Ding. Das kann man auch umgekehrt, habt ihr gerade gesehen, drauf machen, um es aufzubewahren sozusagen, damit man es dann immer griffbereit hat. Wenn man es mal braucht, will man noch ein paar Gramm Gewicht sparen, kann man es daheim lassen, aber das wiegt quasi nichts. Also das macht die Sau echt nicht fett. Ansonsten ist das Objektiv hundertprozentig aus Metall. Die Ringe hier zur Bedienung, das ist der Zoom-Ring.
die laufen wunderbar weich mit einem gewissen Widerstand, der doch aber auch nicht so hoch ist. Und das fühlt sich einfach ja, wirklich sehr schön an. Also man merkt richtig, dass das wertig verarbeitet ist. Und dann eben hier noch die Zoom-Wippe. Ich persönlich benutze die gar nicht so oft. Ich arbeite gern mit dem Zoom-Ring, weil der halt auch so wahnsinnig toll sich bedienen lässt und weich läuft. Das hier vorne ist der Fokusring. Damit kann man den Fokus verhindern, wenn man auf einen manuellen Fokus geschaltet hat. Und das wäre noch natürlich noch ganz schön gewesen. Das gibt es bei Sony relativ selten. Das fehlt mir persönlich. Canon-Objektive haben das fast immer. Ist ein Schalterchen, wo du von manuellem auf Autofokus schnell mal eben wechseln kannst. Das kann man im Menü von der Kamera natürlich auch machen, gar keine Frage. Aber ich hätte dafür gerne einen haptischen Hebel. Ja, also wirklich einen physisch vorhandenen, an dem ich klick machen kann. Das fehlt mir ein wenig. Aber das ist auch das Einzige, was ich im Wesen, also mehr vielleicht nicht das Allereinzigste, aber einer der Hauptsachen, die ich an Sony-Objektiven auszusetzen habe. Es ist halt eben mit 400 und ein paar zerquetschten, glaube ich, oder fast 400. Ich krieg's nicht zusammen. Ich hatte es mal gewogen, weiß es aber nicht mehr genau. Ich guck's mal nach. Beziehungsweise wiegs nochmal nach und schreibt es euch unten hin. Ist das halt kein Leichtgewicht, es ist auch nicht winzig, aber dafür hat man halt auch was in der Hand und einfach das Gewicht des Objektivs sorgt auch für eine bessere, auch allein dadurch gibt es eine gewisse Bildstabilisierung. Weil wenn das super leicht ist, dann kann man da auch super einfach mit wackeln. Wenn das schwer ist, hat es eine gewisse Massenträgheit und fühlt sich toll an, fühlt sich wirklich ganz toll an beim Arbeiten. Ich kann mich damit theoretisch hier auch diesen da am ausgestreckten Arm so filmen, theoretisch. Das geht auch vergleichsweise wackelfrei, trotz eben dem langen Hebel und der vielen Wacklerei und so weiter. Wobei andererseits die Wacklerei dadurch dann auch wieder ausgeglichen wird, dass ich weniger nah am Objektiv, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, das geht auch. Wird dann halt nur irgendwann schwer, aber das ist gut, dann kriege ich dicke Oberarme. Ja, also Das ist nicht das Einzige, wozu ich jetzt hier ein Dankeschön-Video machen möchte. Aber das ist natürlich ein ganz wunderbares Spielzeug. Das macht wirklich Spaß. Also, ein tolles Objektiv. Toll, 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 toll. Da habe ich Freude. Warum stellt jetzt die Canon da hinten das weiße Haus scharf? Mit? Vielleicht wohnt da jemand, den ich kennenlernen soll. Also das da, ja, das hat sie gerade scharf gestellt. Jetzt bin wieder ich dran. Ja, die anderen Sachen, hier hinter mir liegen sie, ihr seht sie nicht, ich bin im Bild. Das wäre zum einen Sabaton. Habe ich schon mal gehört von denen, also die sagen mir diesmal was. Jetzt wird mir bestimmt irgendeiner in die Kommentare schreiben, dass ich ein völliger Banause bin und die weltbekannt eigentlich sind. Ich bin ein völliger Banause. Weltbekannte Musiker, die ich kenne, sind Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, so Leute. Rachmaninoff von mir aus noch. Dvorak, bin ich ein großer Fan. Der ist toll. Egal. Jedenfalls, wir haben ganz kurz reingehört. Frau war auch neugierig. Wir sind noch nicht dazu gekommen, nennenswert viel reinzuhören. Frau war etwas... Was ist das denn? Aber das macht ja auch nichts. Soweit ich das verstanden habe, war das auch nicht unbedingt für Frau allein. Ne? Und mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es sehr gut. Das ist tatsächlich eine der möglichen Musikrichtungen, die mir gefallen. Und ja, da kann ich jetzt gar nicht viel weiter zu sagen, weil ich habe nur ganz kurz, wie gesagt, jetzt nur reingehört. Aber die ersten Töne waren sehr, sehr überzeugend. Kommt ins Auto, wenn ich mal wohin fahre ohne Frau. Was in letzter Zeit selten passiert, weil ich überhaupt nirgendwo hinfahre, aus den allgemeinen Gründen, unter denen wir alle leiden. Aber wenn das mal irgendwann vorbei ist, falls, langsam werde ich unglaubwürdig, ne? Nee, wird schon irgendwann, ne? Irgendwann muss. Aber ja, wenn das soweit ist, dann werde ich irgendwo hinfahren mit dem Auto, auch mal ohne Frau. Und dann werde ich mich sehr über diese CD freuen und die rauf und runter hören. Ich habe nämlich kaum irgendwas, was ich nicht schon 17 Milliarden Mal gehört habe an CDs fürs Auto. Und deswegen vielen Dank. Apropos CDs fürs Auto, auch das da. Das kann man auch gemeinsam. Das findet Evelyn auch spannend. Also zumindest von dem, was wir jetzt hier bisher so gelesen haben. Das Abenteuer des Denkens. An einem ganz gewöhnlichen Tag begibt sich die 15-jährige Sophie voller Neugier auf eine aufregende Reise durch die Geschichte der Philosophie. Damit beschäftige ich mich zurzeit auch gerade relativ viel. Ich weiß nicht, ob das kannst du doch nicht gewusst haben, oder?
Habe ich das verraten? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe dazu gerade neulich erst eine Kleinigkeit abgedreht. Ich weiß noch nicht, ob das was geworden ist. Also jetzt nicht in Erwartungshaltung verfallen, bitte generell, liebe Zuschauerschaft. Aber das ist ja ein lustiger Zufall. Egal, jedenfalls. Vorhin Aristoteles wird sie in die Geheimnisse und Ursprünge des abendländischen Denkens eingeweiht und ihre Streifzüge führen sie durch das mythische Mittelalter über Kants Königsberg bis auf Freuds berühmte Couch und in unsere Gegenwart. Ein Vorläufer von Freud, wenn man den so nennen möchte. Wie heißt er denn? Kriege ich gerade nicht zusammen. Jedenfalls der Typ, der das S erfunden hat. Gefunden hat. Na, eher erfunden wäre wohl die korrekte Bezeichnung. Bei Freud, da gibt es doch das Ich, das Über-Ich und das Es. Und dieses Es oder das S oder wie auch immer man es nennen möchte, das war eben ein Konstrukt, das vorher ein entdeckt hat. Und dazu, der hat hier in Baden-Baden gewohnt und geschafft und eben auch dieses S-Buch in einer Hütte im Wald geschrieben. Und dazu kommt demnächst auch nochmal irgendwann ein Video, wenn ich das mal soweit fertig geschnippelt habe. Ein ganz kurzes, nur wirklich ein ganz kurzes. Und da haben sie ihm ein Denkmal gesetzt und da das S verbuddelt im Wald. Ja, da liegt also das S im Wald. Ja, soviel zum Thema Freud. Mit Freud muss ich mich mal auch mal intensiver auseinandersetzen, weil streng genommen ist ja die Psychoanalyse, wie der Freud sie betrieben hat, nichts, was in irgendeiner Form wissenschaftlichen Prinzipien folgt. Oder zumindest nicht in der Form, wie wir uns das heute vorstellen würden. Und daher irgendwas, womit man sich als Freund der Erkenntnistheorie bzw. der Wissenschaftstheorie, also der Überlegung, wie man überhaupt zu Erkenntnisgewinn gelangen kann. Ja, solche Überlegungen in die Richtung, das ist schon etwas, wo ich zurzeit Freude dran habe. Ja, ist völlig brotlose Kunst, bringt dich nicht wirklich weiter, führt nur zu Verwirrung, dass du irgendwann nachts schreiend aufwachst und Karl Popper dir im Hirn rumspringt und dir erzählt, dass der Empirismus völliger Blödsinn wäre, weil das im Ende auch nur deduktives Vorgehen sei. Aber egal, lassen wir Entschuldigung, lassen wir das sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich sehr gespannt. Matthias Habig ist einer der Sprecher, von dem kenne ich schon das eine oder andere, meine ich zumindest. Kann jetzt gerade nicht sagen, was genau, aber ich meine den wirklich schon ein paar Mal gehört zu haben und gut gefunden zu haben. Aber ja, das sind ein paar CDs, schön illustriert, schön hier in schöner Verpackung. Freuen wir uns, wann fahren wir denn das nächste Mal weiter? Gemeinsam. Ja, das ist jetzt, da machen wir demnächst eine Tour, weil uns fällt die Decke auf den Kopf. Wir müssen halt einfach. Ne? Ob man jetzt soll oder nicht, interessiert uns irgendwann jetzt auch nicht mehr. Wir müssen. Sonst ist mir nicht geholfen, wenn ich wahnsinnig werde. Deswegen werden wir demnächst aufbrechen auf eine kleine Tour und dann wird uns diese CD zumindest auf dem CD-Player beinhaltenden Teil dieser Tour begleiten. Ja, also, dann schon wieder viel zu viel gequasselt, aber nichtsdestotrotz nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Also das macht unglaublich Spaß. Bildschirm, Beispielmaterial entweder jetzt nochmal oder ihr habt schon gesehen, ich weiß es noch nicht, wo ich das einbaue, aber es gibt jedenfalls welches. Und ja, auch ein schöne Ostern an alle anderen und Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Generell. Also auch sonst frohe Ostern. Ach, ihr wisst schon. Tschüss.